Oh, es sind schon ein paar, ne? Junge, Junge, Junge. Gut, was los da drin, wa? Naja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ob das klappt, ne? Mal ein bisschen Unruhe sorgen hier. Erstmal einen fetten... Ach, scheiße, der stirbt dann nicht, ne? Shit, 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 shit. Es sind tatsächlich einige, die nicht sterben in letzter Zeit. Wir müssen mal wieder besser skillen, glaube ich. Puh, hier ist ja was los. Stirbt der wenigstens gleich? Auch nicht. Der? Auch nicht. Gibt's ja gar nicht. Wir müssen, wir müssen mal wieder skillen, glaube ich. Schwierig. Ich bin doch ich bin versteckt. Ich bin weg. Ist das denn nicht? Ich saß doch hier im Gras, Mann. Was ist das denn? Oh, würdest du das bitte lassen? Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Lasst eure Bögen drin, bitte. Lass das. Wir sind gleich tot. Toto, Toto, Toto und Harry. Toto und Harry. Toto und Harry. Geh, 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 geh runter. Oh mein Gott. Okay. Einmal kurz rumlaufen. Das war so nicht geplant eigentlich. Junge, Junge, Junge. Wie wär's, wenn du kletterst, Mädchen? Ich könnte es gleich wehtun. Oh. Sind die jetzt alle? Ach, er kommt, guck mal. Hey, Kati, was geht? Hi. Das Internet geht wieder, lese ich. Jetzt wäre es eine Frage, wo sind die jetzt alle hin? Und außerdem saß ich doch im Rasen. Warum, wo haben die mich überhaupt gesehen, die Penner? Ach, da sind sie alle, guck mal. Na, kommt doch hoch! Jetzt reicht's mir aber mal. Gib mir mal dein Schild jetzt. Der macht aber auch einen Schaden mit seinem Riesending, ne? Schild her! Schluss damit! So, wer will jetzt noch was, hä? Halt's Maul! Schild, Junge! Hä? Bleibst du mal hier vielleicht? Was willst du, hä? Wollten der jetzt hin? Ist ja unglaublich. Der Lump. Naja, hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich es mir gerne erhofft hätte, aber naja, immerhin besser als gar nichts. Immerhin haben wir es ja geschafft. Was muss man machen? 3 Kriegsvorräte plündern, verbrennen und plündern.
Ja, das kriegen wir hin, echt. Das kriegen wir hin. Mal hier. Ups. Sehr schön. Weg damit, nicht. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Warte mal, bitte. Hier haben wir noch ein bisschen was von diese hier. Immer das gleiche Ding wieder hier. Einmal mit die Fackel drauf. So, bam, bam. So läuft es nämlich. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Wo ist er denn, der Boy? Ah, der kommt gleich. Kommt gerade angerannt. Der Lappen. Da unten haben wir noch einen Schatz. Warte mal. Wo ist der denn? Hä? Oh, warte mal. Da ist noch einer. Hey, da lebt noch einer von den Jungs hier. What? What, what, what? What, what, what in the butt? Okay. Schon mal eine Klinge gefressen, du Penner. So, wo ist denn jetzt aber der... Ich dachte, wir hätten hier noch Besuch gekriegt von so einem Kopfgeldjäger-Typen, aber bis jetzt noch nicht. Naja, gucken wir, dass wir das hier mal schnell ausräumen und dann... Was war das denn? So. Okay. Zwei Schätze haben wir noch zum Plündern. Da vorne ist einer und... Alles wie immer, also nichts verpasst? Nein, Kati, du hast nichts verpasst. Skill-Gameplay vom Allerfeinsten natürlich, wie immer. Wie man es von mir gewohnt ist. Keine Ahnung, wo der Penner ist. Aber wie habe ich... Ich dachte, ich könnte mein Kopfgeld hier loswerden. Das ging aber irgendwie nicht so wirklich, ne? Nichts anderes erwarte ich. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche diesen Druck auch einfach, dass die Leute von mir erwarten, dass ich gut spiele. Das ist gut. Da fühle ich mich erst heimisch. Oh, da ist noch eine neue Mission, guck mal. So, das Fragezeichen hier nehmen wir eben noch mit und dann gehen wir noch zu der neuen Nebenquest, die wir noch bekommen haben, beziehungsweise die aufgeploppt ist auf der Karte. Willst du das Bitz runterlassen? Dankeschön. Oh Gott, wer ist da? Wer ist da denn am Eskalieren? Warte mal! Lass das bitte. Können wir den? Können wir den? Können wir den? Können wir den? Ja, können wir! Schließ dich uns an. Ich bring dir Komm was mit. Bei. Trash Productions, ich danke dir vielmals für deine 10 verschenkten Community Subs. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Trash Productions, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe geht raus an dich. Vielen, vielen Dank. Hä? Wer ist da? Niemand? Trash Productions, dankeschön. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja, kommst du nur gucken oder nicht? Hallo? Na komm doch mal gucken jetzt. Morgen! Junge! Ah.
willst du denn hin? Aua! Aua, aua, aua! Aua! So, was konnten wir jetzt hier machen? Haben wir schon alles gemacht. Okay. Gut. Dann auf zur Mission. Ich glaube, da können wir uns hinporten. Das ist nämlich relativ nahe an der Statue von Athena. Heini02, ich danke dir auch an dich. Dankeschön auch an dich für deine 5 Monate. Dankeschön. Thank you very much. Wenn die Kuh scheißt, dann macht's Platsch. Wollen wir Gronkh in den Discord einladen? Was soll das für einen Sinn haben? Jetzt mal ehrlich, was soll das für einen Sinn haben? Was soll das für einen Sinn haben, bitte? Den Spruch gibt's auch noch. Ja, in meinem Hauptschuljargon, ja. Nein! Ich wollte sprinten. Ich wollte sprinten. Ich wollte... Erstmal den Schuss aufgeladen. Wäre irgendwie lustig. Nee, nicht bei Story Games. Auf keinen Fall. So, Söhnchen. Herr Mippos ist zu weit gegangen, Sokrates. Bitte was? Die Athener haben Perikles viel zu verdanken. Und doch spricht er nur von Kleons Größe. Aristophanes, hast du nicht dasselbe mit Herr Mippos gemacht? Vergleiche mich ja nicht mit diesem Mann. Seine Stücke sind eine Plage. So etwas könnte ich an einem Nachmittag schreiben. Noch dazu ist er ein Trinker. Ich schreibe für ein kluges Publikum. Und doch verurteilst du dein Publikum. Sollte es nicht klug genug sein? Pass auf, Sokrates. Sonst mache ich dich zur Hauptfigur in meinem Stück. Stimmst du, Sokrates, zu, dass Hermippos sagen kann, was er will? Ich hasse das, mich immer zwischen zwei entscheiden zu müssen. Und da kommen wir gerade zum Thema von Terraudina. Terraudina, entscheide dich einfach für den, wo du mehr Bock auf das Game oder sowas hast. Ne? Also, du wirst irgendeine... Du wirst irgendeine Entscheidung finden. Du wirst schon irgendjemanden finden, wo du zugucken kannst. Keiner ist dir böse, wenn du beim anderen guckst. Das ist bei mir und bei Erik ist das immer so. Hermippos sollte sagen, was er will. Sokrates ist ungewöhnlich still. Hermippos sollte nicht anschauen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Hermippos, wer ist denn Hermippos? Soll er nicht sprechen dürfen? Sokrates ist ungewöhnlich still. Hermippos sollte sagen können, was er will. Ihr spielt das gleiche Game? Gefühlt ja. Vielleicht ein bisschen. Ich weiß es nicht. Freie Meinung. Das sind nur Worte. Hermippos sollte sagen dürfen, was er will. Ganz gleich, was er sagt? Was, wenn er seine Werke nutzt, um dich zu verleumden? Nicht nur in Athen, sondern im ganzen Land. Dass er sagen kann, was er will, heißt nicht, dass er meinem Speer entkommt. Dann hat alles, was wir sagen, Konsequenzen. Selbst wenn wir das Recht haben, es zu sagen. Ein faszinierender Gedanke, findest du nicht auch? Wenn du so ein Problem mit Hermippos hast, warum unternimmst du nicht selbst etwas dagegen? Das würde ich, aber ich konnte ihn bisher nicht finden. Wer weiß, vielleicht hast du ja mehr Glück. Hermippos. Der Hermippos. The Majestic, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich wollte mich mit deinem Vorschlag nicht verärgern, weil ich verstehe es nicht falsch. Liebe. Nein. Jojo, alles gut, alles gut. Kein Stress. Aber ich sag nur, es macht halt beim Story-Game macht's halt einfach keinen Sinn. Sonst immer gerne, aber bei Story-Games macht's für beide Seiten keinen Sinn. Hermippopopopos. Ja, Hermippopopopos. Geil. Ich finde Hermippopopopos. Es kann nicht so schwer sein, Hermippos zu finden. Das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht hat er nur Angst, dass ich ihn finde. Hermippopopopopos. Wenn Hermippos dann vor dir steht, was wirst du ihm sagen? Ich bin mir noch unsicher. Aber ich verspreche dir, es wird ein großes Spektakel. Es klingt fast, als wärst du eifersüchtig auf Hermippos.
Ich? Eifersüchtig auf ihn? Trauer wird leicht erzeugt, aber jemanden zum Lachen zu bringen, erfordert Geschick und Talent. Wo Herr Mippos auch sein mag, ich finde ihn. Das will ich aber auch hoffen. Seine Residenz wäre ein guter Anfang. Okay, freie Meinung. Was denn? Nasayo aforadi. Wassao. Foyadi. Jetzt singt doch mal weiter, was ist denn mit euch? Verklemmtes Volk, ey. Was willst du da erwarten, Mann? Haben die eine Frau in Rüstung gesehen oder was? Meine Fresse, ey. Reagieren sofort wie Twitter, als rauskam, dass du bei Assassin's Creed Valhalla auch wieder Mann und Frau nehmen kannst, weißt du? Empörung, Empörung. Gott im Himmel, wie kann man nur so sein? Meine Güte, ey. Junge, 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 Junge. Verstehe ich nicht. So. Hi. Was? Was ist denn das jetzt hier? Mensch. Sassifly, ich danke dir vielmals für deine 5 Euro. Einfach so. Einfach nur so. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. So, dann gucken wir mal, ob wir Attika, ob wir Herr Mippos finden. Kann man dir ein Tambourin schenken und du stellst das eben nach? Let's play Tambourin dann bei mir demnächst auf dem Channel dann. Kannst du mir auch ein Trampolin schenken, wenn du willst. Let's play Trampolin. In Toga? Was ist denn Toga? Man darf im Moment nicht reisen, Kati. Es ist Reisewarnung. Geht da dann nicht. Man darf soweit nicht reisen. Toga. Sieht nicht aus, als wäre Herr Mippos hier. Dann sollte ich mich umsehen. So, warte mal hier. 1, 2 haben wir hier. Wo ist denn... Warte mal. Aber wo ist denn unser Haupttyp, den wir suchen sollen? Der ist da drin oder was? Okay. So, wo ist der? Ist der da drin? Der wartet da drin bestimmt auf uns, ne? Aber vorher müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen hier. Da hatten wir nämlich zu viele Leute, die ihn beschützen. Das finde ich nicht gut. Okay, das ist sowieso eine komplett andere Geschichte da hinten. Wir sind hier ganz richtig, glaube ich. Was ist denn jetzt? Warum hat sich die Welt gerade wieder neu aufgebaut? Hab ich was falsch gemacht? Hast du das Fenster bei dir auf? Fenster sind offen. Fenster sind geöffnet. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Naja, kriegen wir hin. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Komm doch mal gucken. Der Bleise! Mein Gott! Jetzt rumsteigen, wenn man gerade abgestochen wird, Mensch. Muss doch nicht sein. Kann doch mal ein bisschen leise sterben, einfach ein bisschen Kontenance bewahren, Mensch. So wie er hier. Guck mal, der sagt gar nichts beim Sterben. Mein Gott. Tamboliten. So, mal. Da nochmal eben hier. Scheiße, wir müssen ihn da hinten holen, glaube ich. Warte mal. Ist da drüben jemand? Nö, da ist niemand. Alles in bester Ordnung. Aber komm doch trotzdem mal schauen, vielleicht, hm?
Fuck, wir haben keinen Stamina mehr gehabt. Aber so geht's ja auch. Sehr gut. So, und der letzte Dom aus eben so. Mal eben vorbeilaufen, der entdeckt nämlich gleich die Leiche. Oder war noch einer? Fuck. Sehr schön. Okay, mal gucken. Untersuchungsgebiet. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken und mal schauen, ob wir den irgendwo finden. Alter, Buddy Joe, ich danke dir vielmals für deine 50 Euro. Buddy Joe, danke schön. Vielen, vielen Dank. Der alte T-Rex, Mann. Buddy Joe, danke schön. Liebe geht raus an dich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch an dich für deine langmonatige Unterstützung jetzt schon immer. Kommt immer rein, einfach 50 Euro, lässt er da und geht wieder. Absolut verrückt, der Mann. Absolut verrückt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, wirklich. So, Untersuchungsgebiet. Wir müssen mal gucken. Ist das ein Schatz? Nee, ist kein Schatz. Lass mal ein paar Fragezeichen hier finden. Wo ist denn hier mal? Ah, ich hab's klirren gehört. Nochmal. Hier ist irgendwas. Über uns wahrscheinlich. Ach, guck mal da oben, da kann man Sachen einsammeln. Oh, schön. Nehme ich mit. Könnte ich mir, ne? Könnte ich mir. Vorsicht, Vogel! Die üben schon auf der Flight Simulator. Flop, 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 flop. Eine Maske des Kults des Kosmos. Herr Mippos muss dort Mitglied sein. Der Herr Mippos ist da Mitglied? Ich wusste doch schon immer, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Aber das hätte ich von Herrn Mippos jetzt nicht gedacht. Anscheinend verfasste Cleon Notizen für Herrn Mippos Stück. Nun, jeder ist ein Schreiber. Herr Mippos. Gute Nacht übrigens nochmal an alle, die schlafen gehen, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Das ist sehr viel Geld für jemanden wie Herr Mippos. Das erklärt zumindest seine Villa. Der Herr Mippos, das ist mir ja einer, wa? Aber schöne Bude hat er hier. Was ist denn hier los mit den ganzen Vögeln und so? Was macht ihr denn hier? Kackvogel. Vorsicht! Kannst den Bogen auch aufladen, echt? Und dann? Oh, dann ist der Schuss präziser, oder was? Ah, alles klar. Okay, 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 okay. Wusste ich nicht. Machst du mehr Schaden? Ah, alles klar. Okay. Nice. Wusste ich nicht. So, warte mal, wie kommen wir denn jetzt da wieder nach oben, sag mal? Hochklettern wahrscheinlich am besten, ne? Ja, okay. Na, dann wollen wir mal. Hopp, 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 hopp. Ich glaube, das ist aber alles gerade keine Main-Quest, was wir machen, ne? Das ist alles Nebenquest, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Die singen wieder.
das ist die zweite Schicht, die jetzt hier singt. Ja, jetzt finde ich es kacke, die erschrecken sich ja gar nicht mehr von mir. Na egal, komm. Morgen! Was gibt es? Herr Mippos ist unauffindbar. Aber ich habe etwas herausbekommen. Er ist ein Mitglied des Kults des Kosmos. Dann ist es natürlich kein Wunder, dass er Kleon so nahe steht. Herikles und seine Ansichten in Athen zu diskreditieren, dient sowohl Herr Mippos als auch dem Kult, vermute ich. Kult? Herr Mippos ist definitiv ein Problem. Und? Denkst du immer noch, dass er sagen kann, was er will, Sokrates? Ich weiß weder, was ich denke, noch was ich weiß. Ja, du verdienst dein eigenes Stück. Hä? Was ist ein Anführer, wenn er sich hinter den eigenen Mauern verbirgt? Schickt mir Feuer, Sturm oder Seuchen, doch bringt mir Gerechtigkeit für meine Stadt. Oh, das ist der erste vom Auge des Kosmos. Oh, nice. Okay, okay, okay. Das heißt, das ist der erste quasi, den wir von den Kultisten jetzt auf dem... auf dem Schirm haben, ne? Alles klar. Was? Entschuldigung, ich war voll drin gerade. Ich war einfach drin, es tut mir leid. Ja klar, gehen wir den umlegen jetzt. Den Ball haben wir weg. Wobei, ob wir den so einfach wegballern, weiß ich nicht, weil der wird wahrscheinlich gut beschützt, so wie es von diesem Kultidioten. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Tut dir was weh? Nein, nicht mehr. Seit meiner Vasektomie ist alles gut. Nein, war doch nur Witz. War doch Spaß, alles gut. Ich habe gestern die Family Guy Folge mit der Vasektomie gesehen. Deswegen. Oh, das ist ein gefährliches Gebiet hier, warte mal. So, wir haben einen Anführer, wir haben. Ach du liebe Zeit. Ach du. Hey, hier waren wir aber schon mal und haben schon mal aufgeräumt, ne? Wisst ihr noch? Wir haben hier schon mal aufgeräumt vor einiger Zeit, aber da war natürlich der King of the Mountain noch nicht dabei. Da haben wir noch einen. Eieieiei, da ist noch einer. Ach du liebe Güte. Eieieiei, da ist auch noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das wird ja lustig, wa? Okay, wir brauchen als allererstes mal eine Unterschlupf, wo wir uns erstmal vielleicht unterstellen können. Um erst mal ein bisschen den Überblick zu bekommen, was hier überhaupt abgeht. Vielleicht am besten hier erstmal. Dann rufen wir den Boy mal zu uns. Das wird das erste Opfer werden. Sieht denn da jemand? Nö, ne? Nö, das sollte gehen. Ist aber leider doch schon alles sehr offensichtlich hier. Wir werden wahrscheinlich eh... Wahrscheinlich... Fuck. Wir werden mit großer Sicherheit sowieso... Okay, der kommt hier lang. Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Na komm, nicht da drüben lang gehen. Ein Eimer. Das ist ein starker, den kriegen wir so nicht platt. Das ist Testomosaurus.
mit seinem Pimmel los.